Mein Name ist Jan und ich reselle seit 4 Jahren limitierte Sneaker. In meinen Videos seht ihr Live-Cops, Bot-Tutorials und vieles mehr. Für weiteren Support folgt unsere Cookgroup Venom Cooks, unserem Proxy-Service Venom Supply und unserem Script Venom Scripts. Like dieses Video und abonniert diesen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Dieses Video wird eine Zusammenarbeit sein mit @restocks.io. Ganz grob gesagt ist Restocks.io ein Tool, mit dem ihr einfacher verkaufen könnt. Also das erspart euch einfach viel Zeit beim Verkauf. Wie genau die Funktionen davon sind und wie das Ganze funktioniert, dieses Tool, das zeige ich euch in dem Video dann anhand von einem Beispiel. Ich habe manuell ca. 25 Paar Schuhe gekauft. Man macht so mit Steuern ungefähr, ich glaube, 20 bis 30 Euro. Es gab auch Zeiten, wo man mehr machen konnte, aber ich würde mal sagen, dadurch, dass ich die manuell gekauft habe und die Schuhe wirklich in Stock waren über Tage, ist es, würde ich mal sagen, keine schlechte Sache und für mich wieder der Beweis, dass man nicht nur mit Bots Geld verdienen kann. Es ist immer noch möglich, man braucht einfach die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und den Ping hatten wir eben bei Venom Cooks, unserer Cook Group. Bewerbungslink auch in der Videobeschreibung. Wenn man das Programm öffnet, dann sieht das Ganze so aus. Natürlich müsst ihr das vorher noch kaufen, euren Lizenzkey eingeben und dann werdet ihr auch zum Discord hinzugefügt. Dort stehen dann alle Guides, das Team hilft euch dann bei Fragen. Die sind auch relativ hilfsbereit, die antworten euch schnell, deswegen ihr seid da in guten Händen, keine Angst. Ich fange einfach mal an, ich gehe ein paar Funktionen durch, dass ihr einen groben Überblick bekommt, wie das Ganze funktioniert und wenn ihr dann immer noch Fragen habt nach diesem Video, wie gesagt, Discord oder hier habt ihr dann eben noch den Guide. Wenn ihr auf Help drückt, da stehen halt die wichtigsten Sachen drin. Das ist einfach nur ein grober Überblick über eure Lizenz und so weiter. Zum Preis von Restocks.io, normalerweise kostet die Premium-Version 25 Euro im Monat und die Standard-Version kostet 15 Euro im Monat. Der Unterschied von den beiden Versionen ist einfach, dass ihr bei der Premium-Version noch den Bricker-Mode mit drin habt. Was es ist, zeige ich euch später. Merkt euch das einfach nur und bei der Standard-Version eben nicht. Wenn ihr bei Venom Cooks seid, wir haben eine Partnerschaft mit denen, dann kriegt ihr das quasi 5 Euro billiger, sprich für die Premium-Version zahlt ihr dann 20 Euro und für die Standard-Version dann 10 Euro. Hier habt ihr dann noch die Invoice-Settings, weil ihr könnt mit dem Tool auch Rechnungen erstellen und das könnt ihr dann je nach Seite anpassen. Dann habt ihr noch ein paar andere Settings hier, zum Beispiel die Benachrichtigungen. Den Bricker-Mode, wie gesagt, gehe ich später noch drauf ein. Hier wählt ihr dann eure Währung aus, wo ihr euren Payout bekommt. Hier habt ihr dann noch so ein paar Geschichten wie Use PX3 Solution, das braucht ihr zum StockX inserieren. Hier, wenn ihr zum Beispiel nicht umsatzsteuerpflichtig seid, macht ihr das Häkchen an. Zu den zwei Dingern komme ich später auch noch. Das wird dann auch relevant für den Bricker Mode sein. Dann habt ihr hier noch die Delays. Die habe ich jetzt so eingestellt, die funktionieren für mich ganz gut. Aber normalerweise steht auch im Discord, was ihr für Delays benutzen sollt. Hier habt ihr dann eben die Webhooks, wo ihr die Benachrichtigung bekommt, wenn was verkauft wird, wenn der Bricker irgendwas macht, wenn Labels erstellt werden. Und das war's zu den Settings. Kommen wir hier noch zu einer kleinen anderen Funktion. Den Preload müsst ihr öfter mal machen, einfach zum Beispiel, wenn sich eure Gebühr ändert. Das kann sein, wenn ihr zum Beispiel bei StockX mehr Sales habt oder wenn ihr bei Alias auch mehr Sales habt oder irgendwie Cancels, dann erhöht die sich. Und das einfach alle paar Tage machen, das ist nichts Wildes, das geht auch schnell. Ich habe es ja jetzt gerade auch ganz kurz gemacht. Dann kommen wir zum Price Comparison Window. Das ist so mit eine der nicesten Funktionen, weil ihr wirklich einen Überblick habt darüber, auf welcher Seite der Schuh für wie viel Euro geht. Ich gebe jetzt zum Beispiel einen Safari Dunk. Ignoriert die Error-Meldung. Ihr seht hier die Lowest Asks von den jeweiligen Seiten. Ich gehe jetzt mal nur auf StockX oder Goat ein. Wenn ihr zum Beispiel bei Restocks oder Collect verkauft, dann seht ihr das hier natürlich auch. Aber ihr seht, in der Regel geht der Schuh auf Goat besser. Das ist jetzt zum Beispiel ein Payout von 109 Euro. Retailpreis von dem Schuh sind 110. Mit Steuern sind es dann 15, 20 Euro. Je nach Size dann eben, wenn ihr kleinere Sizes habt, habt ihr hier zum Beispiel 120. Ihr könntet jetzt hier einfach List on Alias drücken oder List on StockX. Dann könntet ihr hier, das mache ich jetzt später, aber hier theoretisch eine Size auswählen und dann hier 6 Stück. Das nächste ist ein Pickup Service. Der ist derzeit nur Verfügung für UPS, aber der kommt auch für DHL. Das heißt, ihr gebt hier eure Adresse ein. Ich mache das jetzt nicht in unserem Beispiel, weil wir immer direkt zur Station liefern. Dann klickt ihr hier zum Beispiel auf Residential Address Next und dann gebt ihr eben eure Zeit ein, beziehungsweise eure Zeitspanne, wo die abholen können und den Tag, dann holt er für euch schon ab und es ist alles gebucht und ihr zahlt dafür nichts, auch ganz wichtig. Und hier habt ihr dann die Analytics, wie viel insgesamt eingenommen wurde, auf welchen Seiten verkauft wurde, einfach als Überblick bzw. als Recap für euch selber. Ich benutze es relativ selten, aber es kann auch nützlich sein für den einen oder anderen. Hier habt ihr dann noch die Invoice Generation, also dass ihr Rechnungen erstellen könnt und Label, gehe ich später noch drauf ein, wenn wir verkauft haben. Hier könnt ihr dann die Accounts hinzufügen, bei Alias gebt ihr wirklich einfach nur E-Mail und Passwort ein, bei StockX mache ich das zum Beispiel immer so, dass ich hier auf Chrome gehe, dann gebe ich ein StockX, ich bin hier schon eingeloggt natürlich und dann holt ihr euch die
Chrome Extension Edit this Cookie. Ihr drückt dann hier drauf auf den Pfeil, der nach rechts zeigt, exportiere Cookies. Dann geht ihr auf Open Cookie Importer und pastet das, was im Clipboard ist, hier rein. Dann geht ihr nur noch auf Add Cookies and Check. Dadurch, dass ich das schon gemacht habe, muss ich das jetzt nicht mehr machen. Wenn ihr mehrere Accounts habt, dann Make Account as Primary. Ich habe jetzt nur einen drin bei Alias und bei StockX. Und dann hat sich die Sache, also Login funktioniert super. Confirm Sales ist zum Beispiel für Alias, weil da müsst ihr noch zusätzlich bestätigen, wenn ihr einen Schuh verkauft habt. Das sind die zwei wichtigsten Sachen. Einmal könnt ihr hier listen und dann habt ihr hier den Bricker Mode. Ich gehe jetzt einfach mal ran und liste eben die Paare, die ich habe. Ich gebe jetzt wie vorher einfach den Safari ein. Ihr könnt auch hier zum Beispiel die Schuh-ID eingeben. Ich mache jetzt eben Gold, weil ihr vorher gesehen habt, der Schuh geht in der Regel auf Gold besser. Dann inseriere ich einfach die Schuhe, die ich habe. Und zwar habe ich 6-mal die US6, dann habe ich 4-mal die 7,5, dann habe ich 3-mal die 8,5 und ich habe 9-mal die 9,5 und dann habe ich noch 2-mal die US10. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die US10 klicke, dann habe ich hier ein List, also der macht immer minus 1 von 149 und mein Payout wäre in diesem Beispiel 126 US-Dollar. Würde ich mal sagen, ein guter Preis für den Payout. Und das Einzige, was ich dann machen muss, ist dann auf List drücken und dann listet er schon alle auf einmal. Ihr müsst da wirklich nichts weiter tun und quasi ab dem Zeitpunkt können die Leute dann kaufen. Was ihr auch noch zusätzlich machen könnt zum Beispiel, ist, dass ihr hier den Maßlister öffnet und da könnt ihr für StockX Alias zum Beispiel gleichzeitig inserieren. Sagen wir mal, ihr wollt jetzt hier 6-mal die US6 adden, dann macht ihr halt einfach hier mal 6 und der addet dann direkt bei beiden. Ist auch, würde ich mal sagen, hilfreich. Dann gebt ihr hier den Store-Preis ein und dann hat sich die Sache. Was ich dann machen muss, ist auf Load Inventory drücken. Dann sucht er mir eben alle raus, die gelistet sind. Wenn es rot ist, heißt es, dass ich nicht der Lowest Ask bin. Wenn es grün ist, heißt es, ich bin der Lowest Ask. Und ihr könnt jetzt hier zum Beispiel auch Edit Multiple of the Sneaker. Dann könnte ich die hier alle auswählen, Steuerung gedrückt halten und den Store-Preis ändern oder so. Mache ich jetzt einfach nicht, weil ist halt einfach eine gute Geschichte, dass ihr das nachträglich noch ändern könnt. Und dann kommen wir zum Bricker Mode. Was der Bricker Mode macht, ist, ihr könnt jetzt zum Beispiel hier, ich suche mir jetzt den Schuh raus, den Safari Mix auf Alias, wähle die hier alle aus, alle Schuhe, die ich inseriert habe und überlege mir, okay, für wie viel möchte ich mindestens verkaufen? Sagen wir, ich möchte mindestens ein Payout von, ich weiß nicht, 115 haben. Dann monitort er quasi Alias, je nach Size und sobald jemand ein Gebot postet von, dass ihr 115 Euro Payout bekommt, dann nimmt er das sofort an. Wenn jemand euer Lowest Ask undercuttet, dann tut er für euch quasi nochmal den Undercutter undercutten um den Preis, den ihr dann eben vorhin in den Settings gesehen habt. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel um 10 undercuttet, dann undercuttet er um 3 und das kann dann schon zu so einem Undercut-Spiel fühlen, aber ihr habt hier immer noch den Lowest Ask von 115 und wenn mehrere Leute Restocks nutzen, dann versteht er das und dann arbeiten die sozusagen zusammen. Ich habe das jetzt selber auch noch nie gemacht, aber die arbeiten einfach zusammen, merkt euch das einfach. Dann drücke ich hier einfach nur noch auf Create Task. Was man jetzt theoretisch auch machen könnte, ist, wenn ich jetzt das gleiche mit StockX machen würde, also angenommen, ich habe jetzt hier den Schuh, würde hier auf StockX gehen und genau das gleiche machen, dann würde hier StockX erscheinen. Hier unten, hier seht ihr 4x7,5 bei Alias, dann würde hier nochmal StockX erscheinen und ihr würdet quasi auf beiden Seiten monitoren und angenommen, ihr verkauft auf Alias, dann nimmt der das Produkt auf StockX raus, dass ihr nicht doppelt verkauft. Das heißt, ihr habt gar keine Möglichkeit, dass ihr dann irgendwie bei StockX einen Sale cancelt müsst, irgendwie eine Fee bekommt, sondern der nimmt direkt raus. Das Einzige, was ich dann machen muss, ist dann eben auf Start drücken von den ganzen Tasks. Hier seht ihr dann noch, was passiert, wenn es zum Beispiel rot anzeigt, wenn es gelb anzeigt, grün, lila und weiß. Also angenommen, ihr habt verkauft, dann ist es hier grün. Hier könnt ihr dann auch nochmal drüber hovern, das heißt, we pass the queue, starting in 90 seconds. Hier ist er immer noch in der Queue und der zeigt euch manchmal noch ein paar andere Sachen an, deswegen schaut euch das einfach an, was genau die Task macht. Genau, das ist das Einzige, was ich jetzt machen muss, um den Schuh zu verkaufen und ich mache jetzt hier einen kurzen Cut, bis ich die Schuhe verkauft habe, damit wir weitermachen können. So, ein paar Schuhe sind schon verkauft. Ich zeige euch jetzt einfach mal grob, wie das Ganze aussah. Sobald ihr das Ganze verkauft habt, bekommt ihr hier ein Webhook New Sell. In meinem Beispiel war das jetzt Alias, dass ich die Schuhe hier verkauft habe. Den Preis und so, der wird jetzt hier nicht angezeigt, aber an sich, ihr bekommt dann die Notification, die bekommt ihr natürlich auch per Mail und so sieht das Ganze dann aus. Zum Beispiel, wenn der Bricker Mode den Preis runtersetzt, dann bekommt ihr hier auch eine Notification, we lowered the price of your sneaker. Und zum Beispiel, das ist jetzt ein Webhook von früher, also das ist schon 10 Tage her, aber nur, dass ihr das mal gesehen habt. Wenn er über die Task bei Alias verkauft, dann seht ihr hier, er hat den Schuh, das ist jetzt die Women's 8, dann hat er hier den Schuh rausgenommen. Bei StockX bekommt ihr auch nochmal die Notification, dass ihr euch auch sicher seid, dass der Schuh rausgenommen wurde. Ich würde aber trotzdem, ist jetzt bei mir noch nicht vorgekommen, ich mache es aber trotzdem so, dass ich nochmal auf StockX schaue, okay, ist der Schuh wirklich rausgenommen worden, weil das Wenigste, was ihr wollt, ist den Schuh zweimal zu verkaufen, dann müsst ihr euch entweder drum kümmern oder ihr kriegt dann halt eben eine Strafe von StockX oder Alias zum Beispiel und das wollt ihr natürlich alle nicht. Genau, aber wir haben jetzt Schuhe
Schuhe verkauft. Ich glaube, es sind 7 Stück insgesamt. Ja genau, es sind hier 7 Stück. Und was ich jetzt machen werde, ist einfach hier, ihr seht, Load Unconfirmed Sales. Normalerweise würde ich hier drauf drücken und dann seht ihr hier, okay, die ganzen Sales werden hier angezeigt. Und was ich jetzt machen werde, ist einfach, ich drücke hier mal auf alle drauf. Also der tut dann quasi die ganzen Sales confirmen, was ihr dann alles in der App machen müsst. Das spart euch quasi geringfügig Zeit, auch Zeit, weil an der App ist es jetzt auch nicht so aufwendig. Aber hier natürlich angenehm, wenn ihr das halt alles auf einmal machen könnt. Rechtsklick, Confirm, Selected Sales könnt ihr auch machen. Und dann hat er die eben alle bestätigt. Jetzt, was ist als nächstes zu tun? Wenn ich jetzt also ein Label möchte, dann gehe ich hier drauf bei den Features, Open Label Dialog, dann Load Labels. Und hier seht ihr dann, hier könnt ihr dann markieren, dass es eben geschippt ist. Aber bei uns ist es noch nicht geschippt. Was wir jetzt machen werden, ist Generate, Selected and Send. Alias Successfully Gathered Labels. Wenn ich jetzt die Labels generiert habe, bekomme ich hier einen Webhook. Kann das Ganze dann hier downloaden und öffnen. Und was noch ein Vorteil ist, ist eben, wenn ihr das normal ausdrucken würdet, dann würde das sich auf 3 Seiten erstrecken pro Schuh. Aber dadurch, dass ich hier Optimized angeklickt habe, macht der quasi 2 Seiten draus. Das heißt, ihr spart quasi pro Sale ein Paar. Und das Einzige, was ich dann noch machen muss, ist das Ganze zu verpacken und zu DPD bringen. Jedenfalls, wenn zum Beispiel bei StockX verkauft, wie gesagt, ihr habt hier noch dieses Label und Shipping. Hier könnt ihr dann halt eben, wie vorhin auch schon gezeigt, dann eben eine Abholung buchen. Also mir zum Beispiel erleichtert es einiges, weil ich glaube, so das Hauptding für mich ist einfach, dass man so viel schneller inserieren kann. Dieser intelligente Bricker Mode, der hilft euch auch, dass ihr halt eben bessere Sales annehmen könnt. Ihr müsst euch einfach generell um weniger kümmern. Ich benutze das Tool selber. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Tool habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch das selber kauft oder so, dann sind die Leute auch im Discord, wie gesagt, immer hilfsbereit. Und genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie ich die Schuhe selber verkaufe. Beziehungsweise ich selber mache das zurzeit nicht, weil ich halt eben in Österreich studiere und meine Paare werden nach Deutschland versendet. Aber ich glaube, ihr habt das Grundprinzip verstanden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne konstruktive Kritik da und dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und bis zum nächsten Video.